Landschaftsmaler Olaf Tiede hat seine Kindheit in Potsdam verbracht und lebt seit über 20 Jahren wieder dort. Der 51-Jährige malt seine Heimatstadt und das Umland am liebsten in Öl-, Aquarell- oder Pastellfarben. Potsdam ist meine Hauptinspirationsquelle. Durch die Vielfalt an Parks und Gärten, an Schlössern, an Architektur und eben auch das Umfeld der Stadt ist unerschöpfliche Quelle für Themen, für Bildthemen, die ich dann also versuche, auf die Staffelei oder aufs Papier zu bringen. Mit dem Fahrrad fährt Olaf Tiede zu seiner ersten Empfehlung, dem Park Babelsberg. Er wurde im 19. Jahrhundert von den Gartenkünstlern Joseph Lenné und Fürst Hermann von Pückler-Muskau angelegt. Von hier aus bietet sich eine herrliche Aussicht auf die Havel und die Potsdamer Stadtsilhouette. Das Spiel von Licht und Schatten reizt Olaf Tiede. Eines seiner bevorzugten Motive ist der Flatow-Turm. Ja, der Park Babelsberg ist einer meiner Lieblingsorte. Er ist eben sehr naturbelassen, sehr ruhig, sehr weitläufig auch. Man hat einen sehr weiten Blick dann auch auf die gegenüberliegende Stadt Potsdam. Und ich komme oft hierher, und um zu zeichnen oder nur zu entspannen. Olaf Tiedes zweite Empfehlung für Potsdam liegt im Herzen der Landeshauptstadt. Der Neue Markt ist ein bauhistorisches Kleinod. Er zählt zu den am besten erhaltenen Barockplätzen in Europa. Von Kriegszerstörung weitgehend verschont, wurde er in den 1990er Jahren aufwendig restauriert. Auf dem Neuen Markt sammelt Olaf Tiede oft Eindrücke und lässt diese dann später in seine Bilder einfließen. Für mich persönlich ist es also ein ganz wichtiger Platz, weil an diesem Beispiel gezeigt wird, wie also der alte Charakter der Stadt Potsdam war, in seiner Geschlossenheit, barock. Ich kann also nur diesen Platz jedem Besucher empfehlen, um wirklich die Atmosphäre der Stadt zu spüren. Vom Neuen Markt geht es direkt zu Olaf Tiedes Lieblingslokal. Seine dritte Empfehlung, das Café Rothenburg. In dem familiengeführten Betrieb kommen vor allem frische und saisonale Zutaten auf den Tisch. Hier bestellt Olaf Tiede am liebsten Salat mit Ziegenkäse. Freitagabends ist er gerne dabei, wenn Musiker aus der Umgebung auftreten. In dieses Café Rothenburg komme ich ausgesprochen gerne, hat eine rustikale Atmosphäre. Oft ist abends hier Jazz, ganz kleine Band so. Und Salat schmeckt, also kann ich nur empfehlen. Olaf Tiedes Empfehlungen für Potsdam, der Park Babelsberg mit dem Flatow-Turm, der Neue Markt im Barockstil und die gesunden Salate im Café Rothenburg.